Hallo Leute und willkommen zu Star Trek Armada 3. Das hier ist eine Mod für das Spiel Sins of a Solar Empire Rebellion. Und diese Mod ist einfach nur extrem geil. Ich wollte dich gleich draufdrücken. Also es ist einfach... Ich habe Star Trek Armada 1 wirklich geliebt. Würde ich es zum Laufen kriegen, würde ich sofort auf der Stelle Let's Playen. Weil es einfach schon richtig geil ist. Und das hier bringt die ganze Sache auf das nächste Level. Ich habe Sins vorher eigentlich nur das Hauptspiel gespielt, das ich sogar noch besitze, aber nicht wirklich gemacht habe, weil mir die Fraktionen völlig egal waren. Ich habe deswegen jetzt noch extra Rebellion geholt und es ist da mal. Hier sieht man das, den klingonischen Titan, auch bekannt als Jak-Eng Schockwellenschiff. Das Vieh war ein richtiges Biest in Star Trek Armada 1, weil es einen richtig vernichtenden Angriff hatte, der zwar das Schiff zerstört hat, aber dafür auch alles in seinem Weg. Das war richtig... interessant, wobei ich nicht als Klingone spielen werde. Ich werde mein Spiel aufsetzen. Das hier sind so meine bisherigen Spielstände. Ich habe erst zwei wirklich gespielt. Also ich habe ein paar mehr gespielt, aber ich habe nur zwei wirklich gewonnen und den Rest habe ich nur kurz angespielt. Neues Spiel. Ich weiß es gerade noch nicht. Ich überlege, ob ich dieselbe Map nehme, die ich vorher auch hatte. Weil die schon eigentlich sehr geil ist. Und sich auch gut eignet. Oder ich nehme eine zufällige. Ich würde aber eher auch zur zufälligen tendieren. Sehr schnelle... Hier, sehr schnell alles. Ja, Diplomatie ist drauf. Große Flotten. Piraten sind aktiv. Und Schnellstart. Und wir gewinnen, indem wir ja, den feindlichen Hauptplaneten zerstören. Allied Victory machen wir mal weg. Ich will sowieso alle auslöschen. Das hier funktioniert jetzt erst mit der neuen Version. Es ist jetzt eine neue Version raus. Die Version 1.0. Vorher war noch die Beta. Da hat das irgendwie nicht so richtig funktioniert. War mir ziemlich egal, weil ich es nicht benutzt habe. So, muss ich sonst noch was machen? Nein, eigentlich nicht. Der kommt raus. Und ich bin Föderation. Der Typ ist Klingone. Und die Romulaner. Die Borg, da werde ich ein eigenes Spiel machen mit ein paar aus dem Clan. Und weil die Borg einfach extrem overpowered sind. Die sind eigentlich dafür gedacht, dass man zu dritt oder zu viert gegen die spielt. Hier übrigens der Föderationstitan, die Excalibur-Klasse, ein Support-Schiff. Das... Ich glaube, die Titanen sind schwächer als im Originalspiel, wobei ich es da nicht einschätzen kann, weil ich da nie so weit gespielt habe, dass ich die Titanen bekommen habe. Aber ich glaube, die Titanen sind im Hauptspiel sehr viel stärker und hier haben die halt ihre ganz eigene Rolle immer. Also das Klingonenschiff, das springt sich halt in die Luft und tötet alles in der Umgebung. Und das hier unterstützt halt mehr. Das Romulaner-Schiff ist halt einfach so ein richtiges Kriegsschiff. Wobei die Romulaner und die Borg jetzt halt auch ein bisschen genervt wurden. So, ich gehe auf... nein. Ja, super, man hat einfach alles easy genannt. Das ist nett. Aber... ja, das funktioniert super. Eigentlich ist das hier schwer. Das nächste wäre unfair. Unfair schaffe ich definitiv nicht. Den Klingonen mache ich aggressiv. Und den Romulaner eher defensiv. Die sind auf unterschiedlichen Teams. Und natürlich auch die Symbole. Hallo, die Symbole müssen wir richtig machen. Meins werde ich auch ändern. Ich sollte vielleicht... Okay, dann machen wir erstmal hier das romanische Symbol. Das hat ja auch mehrere, aber... nehmen wir einfach mal das hier. Und ich... Föderationsemblem im Blau. Soweit ist das, glaube ich, alles. Starten wir mal das Spiel. Ich habe auch die neue Version noch gar nicht angespielt. Also es haben ein paar Sachen wurden geändert. Das werdet ihr gleich sehen. Und es kann sein, dass es Framerate-technisch ein bisschen einbricht. Und ich werde jetzt einen Timer anmachen. Auf meinem Handy. Vorausgesetzt, ich wäre mal in der richtigen App. Moment, ich warte erstmal. Lädt das Spiel überhaupt? Ah, jetzt, okay. Der wird in einer Stunde losgehen und danach werde ich überprüfen wegen Speicherplatz und so. Weil mir schon einige Mal passiert ist, also siehe Prototype, dass die Platte vollgelaufen ist. So, hier haben wir unser System. Was? Kramzen? Nein, so kann man... Nein, ich nenne es den jetzt Erde. So, das hier sind meine Scouts. Nova-Klasse, wer sie aus Voyager kennt. Siehe Equinox Teil 1 und 2. Warum weiß ich sowas? Das hier ist, glaube ich, neu. Das gibt es, glaube ich, im Original sind's nicht. Das sind Helden. Die haben jetzt alle Spezies, auch die Borg. Die hatten die vorher nicht. Und
die Helden haben jetzt auch eigene Fähigkeiten. Aber man kann die Helden jetzt nicht mehr sofort ganz am Anfang dazu holen. Was auch Sinn macht, meiner Meinung nach. So, ich baue jetzt mal von jeder Forschungsstation eine, damit wir diese ganzen Sachen bauen können. Oh, die haben auch die Bilder verändert ein bisschen, damit... Ich glaube, die haben auch einige Bilder aus Star Trek Online genommen. Was brauchen wir? Wir brauchen... Ach, es geht noch gar nicht, oder? Sag jetzt, ich kann auch keinen... Daran habe ich mich nämlich jetzt gewöhnt. Call Janeway. Oh, keiner will Janeway haben. Oder? Moment, wo ist denn... Wo ist der Scheiß? Ich meine, das hier brauche ich auf jeden Fall. Torpedo-Turrets. Aber wo habe ich denn... Bin ich jetzt doof? Oder sieht hier jemand die Ambassador-Klasse? Das ist nämlich das... Oder muss man die gar nicht mehr erforschen? Ah, ohne Scheiß, man muss die gar nicht mehr erforschen. Das ist natürlich geil. Ich wollte schon sagen, weil ich finde, das hat die Föderation am besten. Deren erstes Großkampfschiff, beziehungsweise im Original muss man die, glaube ich, gar nicht erforschen. Aber deren erstes Großkampfschiff kann kolonisieren. Das ist auf jeden Fall sehr gut. Damit kann ich gut arbeiten. Ich noch ein paar Sabres dazu. Und die Scouts können in der Zwischenzeit mal gucken, welchen Planeten wir uns zuerst holen. Oh, da gibt's Dilithium. Okay, die Wahl ist gefallen. Wir brauchen auf jeden Fall aber Klasse P. Was heißt, wir brauchen auch noch... Ah, scheiße. Komm, Dilithium, Dilithium, Dilithium. Wir brauchen mehr zivile Technik. Wo habe ich denn... Ist das Schiff schon fertig? Nein, aber gleich. Ihr müsst wirklich mal auf die Details achten. Es sieht wirklich fast schon so aus wie in der Serie, finde ich. Das ist auch eine... Ah, seht euch das an. Ich glaube, die Effekte sind noch besser geworden mit dem Update. So, direkt erstmal kolonisieren. Und eine Schwadron Peregrine Jäger. So, auch hier die Sabre-Klasse. Die übrigens auch wirklich hier Angriffsdinger, also wie heißen sie? Ja, Hit-and-Run-Angriffe fliegen. Im Gegensatz zu den Original-Synth-Schiffen, die einfach nur stehen bleiben und aufeinander schießen. Ah, oh, die sehen auch viel geil aus. Die haben einfach die Lichteffekte verbessert. Und es leckt nicht. Oh, das ist geil. Ich glaube, die haben das noch ein bisschen optimiert. Weil ich habe vorher mal kurz ein bisschen getestet mit der Framerate und so. Bei der alten Version war das aber noch. Und da war es halt so, dass sobald ich reingezoomt bin, die Framerate irgendwie gar nicht mehr ging. Also es ging, aber es war unter 30. Mir ist es zwar nicht aufgefallen, aber Fraps sagt das halt. Jetzt ist es gerade so ziemlich 30 bis 60. Was ist das hier? Tritanium. Na, Tritanium ist nicht das Problem. Dilithium ist es. Was können wir noch? Können wir noch irgendwas Cooles tun? Nein, ich glaube nicht. Wir haben nicht genug Rohstoffe. Gerade Dilithium ist, finde ich, problematisch. Metall geht. Also, beziehungsweise hier ist es Tritanium. Ich bin es doch gewohnt, dass es Metall heißt. Aus Star Trek Armada 2. Wofür es ja auch diese richtig geile Fleet Operations Mod gibt, aber da geht es noch nicht wirklich weiter mit der vierten Version, aber die behalte ich auch noch im Auge. Oh, Piraten. Also im Moment wollen die, glaube ich, auf den Romulaner draufgehen. Ich weiß es auch gar nicht, also ich habe, wie gesagt, ich habe die Map schon mal genutzt für mein anderes Spiel, auch gegen Klingonen und Romulaner. Und ich... Aber ich habe den Eindruck, dass diese Map immer auch ein bisschen anders generiert wird. Also es ist nicht dieselbe Map wie vorher, sondern einfach derselbe grundlegende Aufbau, aber immer mit ein paar Veränderungen. Weil die Piratenbasis müsste eigentlich woanders sein. Die war nämlich eigentlich nur über den Stern zu erreichen. Planetary Resistance Detected, bla bla. Und guckt es euch an. Ich bin mal gespannt, ob die die Kampfeffekte auch verbessert haben. Ihr springt bitte zusammen. Ihr bleibt bitte beieinander. Und ja, ich habe jetzt auf doppelte Geschwindigkeit geschaltet, weil das besser so ist. Was vielleicht auch eine gute Idee wäre, ist, wenn ich ein paar Torpedo-Plattformen baue. Ich überspringe die Phaser-Dinger sofort, weil unnötig meiner Meinung nach. Ich sollte vielleicht nicht so viele Ressourcen am Anfang verschwenden. So, jetzt ganz normale Geschwindigkeit, denn wir sehen jetzt einen Kampf. Also die Kampfeffekte wurden nicht verbessert, aber sie waren schon so vorher richtig geil. Obwohl, haben die... Ja, tatsächlich, die haben den Effekt.
aus der Serie, wenn diese hier, seht ihr das? Da war's wieder. Ha, ich weiß nicht, wie man es nennt, aber diesen Effekt, den sie in Star Trek Online nicht reinbekommen haben, haben sie jetzt eingefügt. Ich bin gerade voll glücklich, voll Nerdgasm. Moment, ich muss das jetzt einfach tun. Endeavor, nein. So. Einfach mal aus der Vergangenheit geholt. Aber irgendwie kriegt die Enterprise C so ein bisschen einen Tritt in den Arsch. Wie wär's mal, wenn meine Sabre-Viecher mal was machen würden? Auch mal ein bisschen was von dem Feuer und so. Alter. Ich muss aber auch sagen, der Widerstand hier ist ziemlich stark. Wahrscheinlich, weil es ein reiner Dilithium-Planet ist und Dilithium voll cool ist. Vielleicht sollte ich das Schiff jetzt zurückziehen. Na los, zerstört das hier mal. Ich möchte ungern zwei Angriffe fliegen müssen. Aber es könnte sein, dass ich es muss. Wie sieht's denn aus? 52% und den Sabres geht's noch recht gut. Na los, zerstört es. Okay, ich hab keinen Bock. Ich verpiss mich. Ich muss mir was anderes überlegen. Ich hab leider noch keinen Kreuzer. Kann ich irgendwas schon bauen? Nein, ich kann noch nichts erforschen. Was ich aber machen kann, ist Schilde verbessern. Kostet aber auch richtig viel. Irgendwas muss ich doch machen können. Ja, das hier brauche ich sowieso noch. Sonst noch was? Nicht so wirklich. Guckt euch das an, was das für Schäden genommen hat. Also ich möchte mein Großkampfschiff nicht direkt verlieren. Weil das erste kriegt man zwar umsonst, aber danach... Vielleicht sollte ich noch ein paar mehr Sabres bauen. So 5 Stück einfach mal... 5. Währenddessen kann das Schiff noch ein bisschen heilen. Was Experience... Genau, und ich lasse es mal leveln. Die ersten, ja, 3, später 4 Level kann man noch mit Geld machen. Dadurch wird es stärker und ich habe auch... Das ist so eine Fähigkeit, die die Schilde nachlädt. Das wäre auch sehr cool. Und dann noch hier diese Fähigkeit Shared Warp Field. Das wäre vielleicht für die Sabres ganz gut. Was ist das hier? Oh ja, das benötigen wir auch. Verbessertes Dilithium Mining. Das benötigen wir sowas von. Ich würde mal sagen, wieder doppelte Geschwindigkeit. Ich muss sagen, der Anfang läuft hier gerade ein bisschen schwach, würde ich sagen. Weil ich einfach mal direkt erstmal versagt habe und den ersten Planeten nicht übernommen habe. Wie sieht es mit den taktischen Slots aus? Taktische Slots sehen noch gut aus. Oh, das geht schnell. 17 Sekunden dauert das, um so ein Schiff zu bauen. Also ich bin mal gespannt, es wird, ist auch noch eine Art On geplant. Mit dem Dominion, beziehungsweise den Cardassianern. Ich bin mir noch nicht sicher, ob das jetzt Cardassianer mit ein paar Dominion-Schiffen sein werden oder das Dominion mit ein paar Cardassianer-Schiffen. Aber ich glaube, die Sternenbasis wird die aussehen wie Deep Space Nine. Und ja, das könnte sehr geil werden. Auch für ein paar tolle, ich nenne es mal Themed Runs, wenn ich jetzt den Begriff von Mass Effect holen darf. So, lad mal die Schilder auf. Hätte ich noch ein Stück weiter, könnte ich Janeway rufen, aber ganz ehrlich, Janeway ist auch ein bisschen, naja. Picard ist einfach so viel cooler. Ich habe gestern übrigens noch Best of Both Worlds, Schrägstrich, hier in den Händen der Borg und Angriffsziel Erde gesehen. In der neuen Blu-ray-Fassung, also das heißt, die ist noch nicht so, die ist schon ein bisschen, auch schon ein paar Monate alt, glaube ich. Aber in HD. Ich glaube, das ist der beste Cliffhanger, den es je in der Fernsehgeschichte gegeben hat. Ja, und die Dinger sind so teuer, aber wenn ich meinen Planeten erstmal damit umringt habe, ist alles gut. Wie sieht's mit der Ambassador aus? Ist die bereit? Moment, die levelt doch noch, oder? Ja, tut sie. Geteiltes Warpfeld. Und noch einmal. Dadurch ist sie natürlich jetzt auch stärker. Und danach gehe ich da nochmal rein. Lass die Fähigkeit noch durchlaufen. Oder ist es schon? Ach, so ist schon, okay.
Da bin ich jetzt. Alles klar. Ich sollte mir jetzt diesen Planeten sehr schnell unter den Nagel reißen. Ich brauche nämlich dringend Rohstoffe und mein Heimatplanet wird das nicht alleine schaffen. Jetzt dürfte es aber ein bisschen abgehen. Hallo, 8 Sabres. Guckt euch das an. Und jetzt auch die Enterprise. Oh, ich finde die neuen Phaser-Effekte so gut. Die haben nicht zufällig auch die Torpedos. Wobei, das wäre eher eine kleine Veränderung. Nee, doch, glaube ich schon. Die haben so ein bisschen was bei den Torpedos gemacht. Da halt an dem Punkt von dem Schiff, wo die abgeschossen werden. Dass das so ein kleines Leuchten ist. Boah, die Planeten heißen alle so scheiße, mal ganz ehrlich. Oh, wir haben den klingonischen Hauptplaneten gefunden. Das ist schon mal gut, aber die sind, glaube ich, auch noch nicht sehr weit. Nee, und da haben wir den romulanischen Hauptplaneten. Das ist auch sehr gut. Ich sollte vielleicht... Oh, das ist ein klassischer J-Planet. Den kann ich nicht kolonisieren. Aber ich sollte auf jeden Fall den und die hier gesichert haben. Weil die hier sind, so wie ich das sehen kann, haben die keine andere Phasenlinie. Ich baue mal noch einen Aufklärer und schicke den da hin. Wie sieht es mit meinen Schiffen aus? Das Schiff fällt sehr gut aus. Ich meine, die lokalen Kräfte sind auch sowas von unterlegen jetzt. Sowohl zahlenmäßig als auch technologisch. Es gibt doch auch diesen Kinomodus, dass einfach hier nur halt, also dass diese ganze Benutzeroberfläche weg ist. Aber leider habe ich noch nicht rausgefunden, wie ich das mache. Und ich habe auch keine Lust, das jetzt während des Videos rauszufinden. Müsste jetzt leider damit klarkommen, dass das so ist. Aber es sieht auch so schon, finde ich, sehr beeindruckend aus. Ich frage mich, warum keine von diesen ganzen AAA-Firmen es auf die Reihe bringt, mal wieder ein gutes Star Trek-Spiel zu machen. Abgesehen von Star Trek Online, was aber auch nur... Naja, sagen wir es, der schenkt eine Menge Potenzial. Wie gesagt, Star Trek Armada 1 bringe ich nicht ans Laufen. Zumindest ich bringe es ans Laufen, aber nur mit ein paar Glitches. Und da habe ich dann echt das Gefühl, dass das Ding gleich auseinanderbricht. Deshalb bin ich da immer sehr vorsichtig mit. So. Oh, nicht genug Antimaterie. Wir brauchen Antimaterie. Wie viel brauchen wir? Wir haben 38 und wir brauchen 90. Aber es geht mit einer vernünftigen Rate. Oh, die Romulaner werden jetzt angegriffen von den Piraten. Das ist gut. Okay, nein, Autoplay Structures machen wir weg. Das hier ist auf jeden Fall sehr wichtig. Solange ihr euren Planeten nicht entwickelt habt, bezahlt ihr im Prinzip dafür Geld, weil der unterentwickelt ist. So, wie sieht es mit dem aus? Oh, der ist schwach verteidigt, den hole ich mir auch. Der hat praktisch keine Verteidigung. Bauen wir ein paar Extraktoren. Da kann ich auch noch ein Level holen. Und wie sieht es mit... Ach, nicht genug Dilithium. Ich habe einfach... Ressourcen sind einfach extrem schwierig. Später geht das noch. Und ab irgendeinem Punkt hat man einfach genug von allem. Aber da hat man meistens das Spiel auch schon gewonnen. Ich bin mal gespannt. Also ich habe ehrlich gesagt, glaube ich nicht, dass wir das Spiel gegen die Borg gewinnen werden. Weil die einfach, wie gesagt, voll OP sind. So, und was sind das für welche? Sind das welche, die kennen? Nein, das sind dieselben, nur noch hässlicher. Die sehen aus, als ob die Dreck an der Höhle hätten. Müsste man die Raumschiff-Waschanlage. Ah, guckt euch das an, so viele Torpedos. Voll Overkill. Also, ganz ehrlich, in jeder von den Serien wäre jedes Schiff zerstört bei so vielen Torpedos. Mal abgesehen von dem Borg-Kubus.
Wie sieht's mit Forschung aus? Oh, jetzt geht's aber langsam gut. Ja, wir haben jetzt fast das Dreifache von unserer ganzen Minenkapazität. So, wir brauchen jetzt einen von denen. Noch einen von denen. Und dann gehen wir forschungstechnisch mal ein bisschen ab. Und ein Com-Array brauchen wir auch noch. Und wir brauchen Rohstoffe. Wir brauchen eine Menge Rohstoffe. Com-Array benötigt 175 Lithium immerhin, aber das dürfte eigentlich gehen. Wow, was ist das denn? Was soll das? Oh, sie hauen ab. Gut. Hoffe ich zumindest. Ah, die sind auch ganz schön... Also, die kommen auch gerade frisch aus dem Kampf, oder? Wollen die jetzt abhauen oder nicht? Ich kann das gerade nicht so einschätzen. Aber diesen Planeten möchte ich auf jeden Fall. Der ist immer direkt neben meiner Heimatwelt. Den sollte ich auf jeden Fall verteidigen. Ich will ja schon nicht weitergehen in die Richtung. Kann natürlich sein, dass ich einfach zu lange gebraucht habe mit dem anderen Planeten. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Ich weiß nicht, ob meine Flotte das schafft. Das Schiff ist geschwächt, das nehmt ihr bitte direkt aus der Gleichung. Da sind immer noch die... Entscheiden die sich jetzt mal, ob die angreifen wollen oder nicht? Ah, okay, jetzt haben sie sich entschieden. Und sie gehen direkt auf eines meiner schwächsten Schiffe. Naja, solange das Feuer auf sich zieht... Ich meine, ich habe mein Großkampfschiff da und ich glaube, die haben keine Großkampfschiffe dort. Also das sind sehr... Ich weiß nicht, ob meine Flotte das schafft. Nee, ich glaube eher nicht. Zwei meiner Schiffe sind weg. Alles klar, das kriege ich nicht so wirklich hin. Ich versuche, dann sollte ich vielleicht lieber versuchen, in diese Richtung zu expandieren. Ich habe doch mein Schiff gebaut. Ich bin mir nämlich ziemlich sicher, dass dieser Planet und dieser Planet verbunden sind. Aber dieser Planet hat keine... Weiterführen, Dinger. Ihr wartet bitte nicht auf den Rest. Reda, der kann, rettet sich bitte. Ich muss die Verteidigung verstärken. Das geht nicht anders. Am liebsten würde ich jetzt sofort schon eine Sternbasis bauen, aber das kann ich noch nicht. Und ich habe nicht genug Titanium. Scheiße. Und ich werde wahrscheinlich auch nicht in der Zukunft da rankommen. Aber ich kann doch, Janeway erforschen, da sich die rufen kann. Ja, das geht. Fleet Command können wir übrigens, das habe ich nicht erwähnt, das können wir nicht neu bauen, wenn es zerstört wird. Das sollten wir auf jeden Fall also auch beschützen. So, ihr geht da drüben hin. Wie sieht es da mit Verteidigung aus? Nicht der Rede wert. Dieses Schiff sollte nur ein bisschen aufpassen. Also irgendwie hat die Enterprise 10 nicht sehr viel Glück. Ich meine, könnte am Namen liegen, muss aber nicht unbedingt. Oh scheiße, ich Idiot. Ah, ich hab hart gefailt. Wobei, ich glaube, ich habe gehört, dass die sofort ausweichen, wenn man irgendwo versucht, Torpedo-Turrets zu bauen. ASK stimmt nicht. Bitte sei kein Bomber. Bitte sei kein Bomber. Bist du ein Bomber? Sieht nicht aus, als ob du ein Bomber wärst, aber ihr greift mich an. Scheiße. Na los, achtfache Geschwindigkeit. Ja. Gut. Da ist mein Turret. Ich habe überhaupt kein Problem mit Lithium irgendwie, aber dafür voll Probleme mit Metall. Das ist ein bisschen scheiße. Aber meine Turrets könnten ein bisschen was reißen. Betonung liegt auf könnten, ich weiß es nämlich nicht. Ich benötige auf jeden Fall mal bessere Schilde.
Das ist zwar teuer, aber habe ich wenigstens 10% stärker Schilde. Und Janeway rufen. Ja, bitte. Wo ist Janeway? Captain Janeway. Was kann Captain Janeway? Was kann die? Wo ist die Voyager? Da ist die Voyager. Hallo. Aber leider kein Name auf der Hülle. Long Range Scan. Okay, das. Aha. Das klingt nach einer sehr overpowerten Fähigkeit. Die operativen Generatoren aus dem Ende von Voyager. Klingt OP. Aber ich glaube. Aber wenn es OP ist, dann brauche ich genau das jetzt. Na komm. Das Schiff ist eigentlich sehr geschwächt. Das hält nicht lange durch. Okay, sie verpissen sich, aber wohin? Ah, okay, zu dem Planeten. Ich brauche mal Langstreckensensoren, würde ich sagen. Ah, das Bild sieht cool aus. Und Com-Array. Wie sieht's aus? Ah, sie haben, glaube ich, nicht zu viel zerstört. Sieht jedenfalls recht gut aus. Oh, jetzt auch noch ein Klingone. Leute, ihr wollt mich doch verarschen. Vielleicht hätte ich nicht auf schwer stellen sollen, aber ich habe es auch auf schwer schon geschafft. Was wir brauchen, ist irgendwas Härteres. Oder... Das kriege ich nicht hin. Ich krieg's nicht hin, so schnell eine Starbase hochzuziehen. Weil eine Starbase, da gibt's nicht viel, was da durchkommt. Ich glaube, Starbases wurden sogar noch verbessert. Ich meine, im Prinzip haben wir jetzt ein weiteres Capital Ship dabei, aber... Der Start läuft schon mal sehr gut, muss ich sagen. Das hier kann ich gar nicht brauchen. Das hier, das ist doch perfekt. Warum habe ich das nicht schon längst gemacht? Das ist doch für meine Sabres ganz hervorragend. Ich kann mir leider gerade nicht leisten, neue Sabres zu bauen. Ich benötige aber auf jeden Fall mehr Metall. Ein Metall, wow. Okay, das hier ist ein... Da ist ein Wurmloch. Und das wird wahrscheinlich dann dahin. Kein Wunder, dass der Klingone bis hier hingekommen ist. Das ist ein Klasse-M-Planet, den möchte ich auf jeden Fall haben. Asteroidengürtel kann nicht kolonisiert werden. Das wird eine sehr seltsame Konstellation, glaube ich. Dahin. So, ich würde sagen... Nee, kann ich mir auch nicht wirklich leisten. Ich benötige auf jeden Fall mehr Metall. Flieg mal dahin. Und in Zwischenzeit können wir mal Ressourcen sammeln. Apropos Ressourcen, das hier sollte ich trotzdem erforschen. Bringt auf lange Sicht mehr. Ich sollte vielleicht auch mal wieder so einstellen, dass die zusammen möglichst springen und nicht die ganze Zeit alleine. Hallo. Haben Sie etwas Zeit, um über unseren Herrn und Erlöser Jesus Christus zu reden? Ah, das ist die Voyager. Mit eigenen Torpedo-Effekten. Und die Sabres wurden jetzt auch ein bisschen geupgradet. Wie sieht's mit... Also, dass das die Fähigkeiten so heftig benutzt, hat es eigentlich nie wirklich Antimaterie. Ich sollte vielleicht was dagegen tun, aber ich weiß nicht wirklich was. Was absolut schrecklich wäre, ist, wenn Piraten mich jetzt angreifen würden. Ich pack mal ein Kopfgeld auf die Klingonen. Kann ich überhaupt beeinflussen, auf wen ich das Kopfgeld setze? Ja, kann ich hier rüber. Okay, aber über den Quick-Button anscheinend nicht. Oder? Nein. Ich glaube nicht. Ist ja auch egal. Hauptsache, greifen einen Feind an. Und lassen mich schön in Ruhe. Wobei, ich habe festgestellt, die greifen ja auch teilweise an, wenn hier der Timer gar nicht abgelaufen ist. Einfach mal spontan. Regt mich schon ein bisschen auf. Vor allem, wie viel Lithium ich jetzt einfach habe. Das ist krank.
So, einfach mal die Dinger bauen. Und ich weiß nicht, ob ihr es hören könnt, aber im Hintergrund läuft gerade Musik vom Bridge Commander. Dass ich irgendwie auch nicht ans Laufen kriege. Ich habe es mal auf meinem Rechner ans Laufen gekriegt, auch mit Windows 7, aber seit ich meinen Rechner vor einem halben Jahr neu aufgesetzt habe, irgendwie kriege ich es nicht mehr hin. Auch keine Fehlermeldung oder sowas, regt mich hier nicht auf. Ich wollte eigentlich ein Video zu machen. So, Planet kolonisiert. Ich brauche auf jeden Fall mehr Militär. Viel mehr Militär. So, kann ich mir damit dann auch... ich glaube, eine mehr benötige ich dafür noch. Ja, okay. Damit sollte es gehen. Wenn ich dann erstmal genug Ressourcen habe. Alter! Scheiße. Ich hätte vielleicht auf meine Ressourcen achten sollen. Alles klar. Ressourcen sammeln. Ich meine, mit dem neuen Metallasteroiden geht es jetzt ein bisschen besser, aber viel wird es auch nicht machen. Ganz ehrlich, das wird keine Wunder vollbringen. Wenigstens ist das ja ein kleiner Planet, den kann man leicht mit ein paar Turrets decken. Was ich aber wirklich benötige, ist Metall. Los! Ich brauche es. Wow! Was? Was? Nein! Warum? Ihr Bitches! Genau das meinte ich! Bleibt beim Planeten. Wir benötigen Sternbasen. Und zwar mehrere. Mehr als ich mir leisten kann.